Sí, se están nublando. His eyes are getting worse. Sí, se están nublando. ¿El que los ojos? Sí. Viele von euch kennen Lucky, den wunderbaren Hund, den wir am Straßenrand fanden, kurz vor dem Tod. 9to5 Mac also reports another message that will pop up. It reads: Als wir ihn entdeckten, litt er unter 4 schrecklichen Krankheiten: Ehrlichiose, Anaplasmose, Filariose und Leishmaniose. His eyes are getting worse. He's not as secure as he was until now. He's more hesitant. Er konnte sich von all diesen erholen, außer von der Leishmaniose, die noch behandelt wird. Gerade als alles gut lief, wurde bei Lucky ein Lymphom diagnostiziert, ein Tumor unter seiner Zunge. Seitdem erhält er eine Chemotherapie mit Lomustin. Bis jetzt läuft alles gut. Er reagiert sehr gut auf das Medikament, ohne Nebenwirkungen. Dennoch müssen wir seinen Fortschritt genau im Auge behalten. Jetzt gibt es ein Problem. Da er eine Chemotherapie erhält, mussten wir die Leishmaniose-Behandlung unterbrechen, da sie sich gegenseitig kontraindizieren. Dies hat dazu geführt, dass Luckys Augen, die sich erheblich verbessert hatten, wieder trüb geworden sind und er schnell an Sehkraft verliert. Im heutigen Video hat Lucky einen Kontrolltermin bei der Augenärztin Nieves. Vamos a intentar dilatarle los ojos para ver si tenemos afección del segmento posterior. Vale la pena un poquito. Si es trasalto de gotas. Que lo bajemos de la mesa y lo dejamos tranquilo. Y luego le examinamos el segmento posterior. Pues cuando lo cogimos, si no recuerdo mal, la producción de lágrimas era horrorosa. Uh-huh. Y ahora está genial. Vale, perfecto. Ya tiene valores normales. Muy bien. Así con que... una vez al día. Sí, pero porque ha recuperado. Ha recuperado. También lo cogimos en un estado de deshidratación y de. Ya, de todo. Pero qué bien estamos.
y la inflamación de la córnea es una inflamación residual. Die Entzündung der Hornhaut ist noch vorhanden. Das Problem ist, dass er Leishmanien im Auge hat, was eine chronische Entzündung verursacht, die wir behandeln müssen, um weitere Komplikationen zu vermeiden. Er ist auf seinem rechten Auge komplett blind, aber auf dem linken Auge hat er noch ein bisschen Sehkraft. Wenn wir seine begrenzte Sicht erhalten wollen, müssen wir ihn langfristig behandeln. Die Behandlung wird nicht intensiv sein, nur ein paar Augentropfen. Glücklicherweise verlief die Kontrolle gut. Alles ist in Ordnung und er steht kurz davor, die dritte Dosis Chemotherapie, Lomustin, zu nehmen. Dieses Medikament ist ziemlich stark und muss mit äußerster Vorsicht eingenommen werden. Nächste Woche wird er seine Leishmaniose-Behandlung in einem verzweifelten Versuch wieder aufnehmen, das verlorene Sehvermögen wieder zu erlangen. Wir möchten jedem von euch, der uns und Lucky auf dieser herausfordernden Reise unterstützt hat, von ganzem Herzen danken. Eure freundlichen Worte, Handlungen und Spenden haben nicht nur unsere Moral gestärkt, sondern auch Luckys Behandlung ermöglicht. Jeden Tag erinnert ihr uns an die unglaubliche Gemeinschaft, die wir haben. Eine Gemeinschaft, die bereit ist, sich für eine Sache einzusetzen und das Leben eines Hundes zu verändern. Hemos llegado a casa grande. Luckys Weg ist jedoch noch lange nicht zu Ende und er braucht weiterhin unsere Hilfe. Da wir vorankommen, stehen wir vor den fortlaufenden Kosten von Luckys Behandlungen. Seine bevorstehenden Chemotherapie- und Leishmaniose-Behandlungen erfordern insbesondere finanzielle Ressourcen, um ihre erfolgreiche Durchführung zu gewährleisten. Daher wenden wir uns heute mit einer bescheidenen Bitte an euch. Wenn ihr in der Lage seid, zieht bitte in Betracht, eine Spende für Luckys fortlaufende Pflege zu leisten. Jeder Beitrag, egal wie groß, macht einen tiefgreifenden Unterschied. Es wird uns helfen, mit den Kosten seiner Behandlung Schritt zu halten und sicherzustellen, dass Lucky die bestmögliche Pflege erhält. Esta es la pastilla de. Es el tratamiento para el linfoma, ¿vale? Que le toca hoy de nuevo y recordamos siempre con guantes. ¿Y abrís la boquita? Venga. Nochmals vielen Dank, dass ihr Teil dieser außergewöhnlichen Reise seid. Gemeinsam können wir Lucky helfen, seine Kämpfe zu bestehen und das glückliche, gesunde Leben zu genießen, das er so sehr verdient.